Advent, Advent, hab ich mich da rennt. Von wegen die Stadezeit. Das Einzige, was sich eh stark aufs Gemüt schlagt, sind Überstunden und Blutdrucktabletten. Die sind wahrscheinlich der eigentliche Grund, warum sie zwar Glühwein anfühlen wie eine Achterbahnfahrt in Russen. Da ist auch hier zur harmonischsten Zeit des Jahres, rennen sie alle mit einer Lätschen umeinander, gegen die das Gesicht von Clint Eastwood ausschaut wie eine Landkarte der Euphorie. Aber ist ja irgendwo klar, dass du dich zusammenzieht, wenn du seit September pro Tag 2 Zentner Papigi-Lebkuchen einschnaufst. Die hat es ja schon schließlich seit Februar nicht mehr gegeben. Brutal. Geht's da zu? Hoffentlich ist der Jacki nicht da. Der Jacki. Die blöde Sau. Und es rollt ja auch nicht nur der Rubel. Nach die Feiertag schimpfen wir dann wieder, dass nicht nur die graue Haut zugenommen haben, sondern auch die Fettpolster. Und die Scheidungen. Und Enteignungen. Und Enterbungen. Aufzwungene Harmonie, das ist wie ein magengangs Nilpferd Stubenreingrillen. Am Ende ein Riesengeschiss. Ich weiß, was ich an Weihnachten tue. Ich drehe mich auf linke Seiten und mache mir höchstens noch eine halbe an der Bettkante auf. Oder zwei. Oder fünf. Oder achte. Dann ein Dreifeiertag. Dann eine kleine Flaschel. Trinke ich heute mal ein Wasser zwischen. Nein, ein halbes.